Als Bonifatius-Werk möchten wir in diesem Jahr mit Ihnen auf Entdeckungsreise gehen. Entdecke, wer dich stärkt. So lautet das Leitwort unserer diesjährigen Diaspora-Aktion am 19. November in allen Gemeinden in Deutschland. In der derzeitigen bedrohlichen Weltenlage, in all den Polarisierungen und Verletzungen, die wir erleben, in all den Katastrophen, sei es in Kriegen oder in klimatischen Bedingungen, in all dem, was uns auch im persönlichen Leben herausfordert, brauchen wir Stärkung. Wir brauchen Kraftquellen, aus denen wir leben. Sei es der Glaube an den Gott, der uns auf all den Lebenswegen begleitet, die uns herausfordern, sei es aber auch die Menschen, die uns Stärkung geben, wo wir gegenseitig einander bestärken können. Als Bonifatiuswerk danken wir Ihnen als Spender und Spenderinnen im Namen der Projektpartner für all das, was Sie dort vor Ort unterstützen, damit Menschen Stärkung erfahren in ihrem Leben und ihrer Situation, sei es in Deutschland, in Nordeuropa oder im Baltikum. Ich glaube, diese Stärkung, da können wir etwas voneinander lernen, Kirche zu sein, als Weltkirche, uns auszutauschen, auch für die Erfahrungen unseres Lebens. Ich bitte Sie, auch die Projekte durch Spenden zu unterstützen. Ich bitte Sie vor allen Dingen um Ihr Gebet, um Ihr Interesse, damit wir gegenseitig spüren, was macht uns stark, was stärkt uns. Und dafür sage ich, vergelt's Gott und freue mich auf den Diaspora-Sonntag.